In diesem Video möchte ich euch gerne ein Rezept zeigen, wie ein Sandwich-Baguette relativ einfach mit wenig Zutaten funktioniert. Und zwar das Finisher-Sandwich-Baguette. Wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür Zutaten braucht, das seht ihr jetzt. Das sind auch schon die Zutaten, die wir brauchen für die Finisher Buns. Und zwar, wir brauchen Zucker, wir brauchen Hefe, dann brauchen wir Eier, ein bisschen Mehl, natürlich Finisher. Und vorne liegen sie auch schon, ein bisschen Butter, Milch natürlich auch. Ja, und dann machen wir jetzt einen Teig. Es gibt einen ziemlich coolen Trick, wie man die Hefe flüssig bekommt. Dazu einfach die Hefe klein bröseln, und zwar schon in den abgemessenen Zucker. Brösel ich jetzt erstmal so rein, grob, und dann jetzt erstmal mit dem bisschen hier so ein bisschen reinbröseln. Und dann nehmen wir einfach diese Schüssel und rühren die mit dem Zucker so lange zusammen, bis das Ganze nämlich verflüssigt wird. Weil, wie wir wissen, die Hefe braucht nämlich den Zucker zum Arbeiten. Ja, und das passiert nämlich von ganz alleine und die wird nämlich gleich flüssig. Das hat jetzt keine Minute gedauert und ihr seht jetzt halt selber, die Hefe verflüssigt sich und das liegt halt, wie gesagt, an dem Zucker dran. Ja, das rühre ich jetzt erstmal so weiter, bis die Hefe sich komplett aufgelöst hat. Ja, und dann kommen wir dann jetzt zur Küchenmaschine. Das Mehl habe ich jetzt schon in die Maschine gegeben, was wir jetzt auch noch machen, und zwar vom Finisher. Das heißt mal guten Esslöffel Finisher-Salz reinmachen, deswegen sind das dann ja auch Finisher-Buns und die mischen wir jetzt erstmal zusammen durch, bevor wir zur nächsten Zutat kommen. Als nächstes kommt dann die flüssig gewordene Hefe einfach mit rein und dann lassen wir das dann ungefähr eine Minute nochmal durchrühren. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Zutat. Und als nächstes kommt dann die weiche Butter, die einfach ganz kurz in die Mikrowelle reinmachen und dann die einfach mit untermischen lassen. Ja, und dann lassen wir das erstmal rühren. Als nächstes kommen dann die Eier rein. Die lassen wir jetzt auch erstmal ordentlich mit durchmengen, bevor es zur Milch kommt. Während des Knetens oder des Rührens merkt ihr halt schon, dass der Teig jetzt Flüssigkeit braucht. Das ist für euch das Zeichen, dass ihr auf Milch zurückkommt. Und da schüttet ihr jetzt einfach die ganze Milch rein. Knetet das Ganze jetzt, ich sage jetzt mal, für gute 2, 3, 5 Minuten durch, bis ihr eine wirkliche Teigmasse habt. Aber das seht ihr dann ja gleich. Das Ganze sieht dann jetzt so aus. Mache ich jetzt erstmal eine Runde aus und dann geht es mit der Handarbeit weiter. So, jetzt mache ich, wie gesagt, ein bisschen Handarbeit. Dazu hier ein bisschen Mehl auf den Tisch verteilen. Und dann kommt da drauf erstmal der Teigling, den wir ja gerade geknetet haben, aus der Schüssel richtig schön rauskratzen. Ja, und dann wird er dann hier erstmal ein-, zweimal so ein bisschen durchgeknetet, dass er überall ein bisschen Mehl hat. Ja, und dann sehen wir uns dann gleich an der Glasschüssel wieder. Da haben wir jetzt, wie gesagt, die Glasschüssel. Dann machen wir ein bisschen Olivenöl unten rein. Und zwar so. Nehmen den Teig, den Teigling, rühren. Im Prinzip das Olivenöl ist auch so ein bisschen mit am Rand nach oben. Das hat folgendes zugrunde, dass er nämlich nicht am Rand kleben bleibt. Legen dann den Teigling da drauf. Ja, und dann kommt er in einem warmen Ort und geht dort erstmal eine Runde. Das Ganze kommt dann jetzt für eine Stunde in den Ofen bei 40 Grad. Und zwar stelle ich das jetzt hier genauso rein. Dann kommt dann ein Handtuch drüber. Und dann, wie gesagt, eine Stunde bei 40 Grad geht er da jetzt, bevor es weitergearbeitet wird. Aus dem Rezept von den Finisher Buns, das heißt den Hamburger Brötchen, lässt sich hervorragend auch ein gutes Sandwich-Baguette machen. Und zwar ist das im Prinzip nichts anderes. Rezeptur habe ich euch vorher gezeigt. Und hier ist jetzt der aufgegangene Teig. Das heißt, den müsste ich ungefähr um das Doppelte vermengt haben. Ja, und das knete ich jetzt erstmal mit einem bisschen Mehl durch. Aus dem vorhin gezeigten Teig habe ich jetzt schon mal zwei kleine Würstchen gemacht. Daraus lässt sich jetzt halt wirklich hervorragend ein Baguette formen. Und zwar im Prinzip so eine Wurst nehmen, diese dann nochmal mehrmals so falten, ein bisschen runterdrücken und dann in der Mitte auch nochmal falten. Und dann ziehen wir das Ganze nochmal lang. Das Gefaltete, das kommt dann nachher nach unten. Das heißt, es wird nachher eh aufgehen, sieht man eh nichts von. Jetzt sind sie zu Ende geformt und jetzt kommen sie bei 40 Grad nochmal 45 Minuten in den Backofen zum Gehen. So sieht das Ganze dann jetzt aus, nach 45 Minuten Gehen im Backofen, wie gesagt bei 40 Grad. Was ich jetzt mache, und zwar, ich besprühe die Oberfläche mit Wasser, ruhig ordentlich, beiden Seiten. Und dann kommt dann Finisher-Salz nochmal oben drüber. Dann sind wir aber allerdings noch nicht fertig. Kann ruhig ordentlich drauf. Und was natürlich auch typisch ist, und zwar ist der Schnitt, ich schneide das mal hier so ein bisschen ein, in der Mitte so ein bisschen,
Und dann kommt das jetzt in den Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitzer für 10 Minuten. Da sind sie jetzt, die Sandwich-Baguettes oder Finisher-Sandwich-Baguettes. Wie gesagt, 10 Minuten bei 200 Grad und richtig schön. Ich drücke da mal drauf. Ja, okay, ich will die Kruste nicht zerstören. Schön krustig und wirklich sehr schön fluffig. Das war's. Das Rezeptvideo zu dem Finisher Sandwich Baguette. Für die genauen Angaben schaut einfach auf tobiasgrillt.de nach, denn da könnt ihr das alles nochmal in Ruhe nachlesen und Schritt für Schritt für euch nochmal aufschreiben oder ausdrucken. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Für weitere Tipps und Tricks schaut einfach auf tobiasgrillt.de nach und vergesst nicht zu abonnieren, das findet ihr da unten.